herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen die Einstellungen und Einsätze der drei Lenkarten bei unserem größten Radlader und Teleskopradlader vorstellen. Bei den Radladern 8155, 8180 und dem Teleskopradlader 8145T stehen Ihnen drei Lenkungsarten in Serie zur Verfügung. Allradlenkung, Vorderachslenkung und Hundegang. Bei allen Radladern von Kramer ist das Wechseln der Lenkart während der Fahrt möglich. Der ungeteilte Fahrzeugrahmen bildet die Grundlage für die drei verschiedenen Lenkungsarten und sorgt für die enorme Standsicherheit der Kramer Radlader. Nach dem Maschinenstart muss die Lenkung synchronisiert werden. Das Synchronisieren der Achsen erfolgt vollautomatisch, sobald über die Mittelposition gelenkt wird. Wir starten mit der Allradlenkung. Der wichtigste Vorteil der Allradlenkung ist der kleine Wenderadius. Das erleichtert das Manövrieren auf engstem Raum. Praktisch, vor allem für Straßenfahrten, ist die Vorderachslenkung. Wichtig ist, drücken Sie zunächst den Wahlhebel nach unten und drehen Sie dann den Wahlhebel auf die gewünschte Lenkungsart. Die Vorderachslenkung bietet sichere Straßenfahrt bei hoher Geschwindigkeit und ist ideal für den Anhängerbetrieb. Kommen wir nun zur dritten Lenkungsart, dem Hundegang. Auch hier drücken wir wieder den Wahlhebel und schalten auf das entsprechende Symbol. Das Synchronisieren der Achse erfolgt wieder vollautomatisch durch das Lenken über die Mittelposition. Der Vorteil des Hundegangs ist das einfache Manövrieren, zum Beispiel entlang von Straßenbankett. Dies waren die drei Lenkungsarten in dieser Größenklasse übrigens einzigartig. Für weitere Infos besuchen Sie unsere Homepage oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Kramer-Händler.